Dario Rohrbach, ein sehr kurioses Spiel, auch mit Auf und Ab. Man hat lang geführt, man hat 3-0 geführt, man hat 4-2 geführt, hat dann gleich noch in die Overtime müssen. Aber am Schluss belohnt man sich und bezwingt den Tabellenführer Genf. Was hat am Ende den Unterschied gemacht? Ja, eben, wie du gesagt hast, ist sicher viel Auf und Ab gegangen. Viele Emotionen waren heute im Spiel. Und am Schluss war sicher eine tolle Atmosphäre heute Abend im Stadion, wo es sicher noch mal einen Push gegeben hat, um am Schluss den Punkt, den extra Punkt mitzunehmen. Und ja, sind glücklich über den Sieg heute. Das Spiel hat schon sehr kurios angefangen mit den Problemen auf dem Eis. Sie waren schon draußen, wären eigentlich ready gewesen. Dann mussten sie noch mal in die Kabine müssen. Was macht man noch mal, wenn man so warten muss, bis es losgeht? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich bei jedem Spieler. Aber ich glaube, probiert man einfach im Fokus zu bleiben, sich möglichst warm zu behalten. Und sonst haben wir einfach gewartet. Es hat, glaube ich, niemand recht gewusst, wie lange es dauert. Aber am Schluss sind wir sicher wahrscheinlich ein bisschen besser aus dieser Pause rausgekommen als Genf, weil es uns sicher am Anfang einen Vorteil gegeben hat. Und das ist wichtig, dass wir dort können, den Fokus behalten können. Dann hat es ja noch mal einen längeren Unterbruch gegeben, auch noch mit Gauthier Deglou, der nach dem Zusammenprall sich verletzt hat. Wie schwierig ist das mental, dann immer auch wieder parat sein nach diesen Unterbrüchen? Ja, ist sicher nicht einfach, aber eben, ich glaube, heute sind wir zu diesem Zeitpunkt schon eins noch vorne gewesen. Es hat sicher ein bisschen vereinfacht für uns als Mannschaft, dort im Spiel zu bleiben. Und dann haben wir auch noch eine Chance mit dem Penalty bekommen. Von dem her haben wir sicher mit positiven Emotionen in den Unterbruch hineingegangen. Aber ja, ist nie einfach zu sehen, wenn sich ein Spieler verletzt. Und ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Danke vielmals und gratulieren.